Wie kannst du die Corona-Krise in der Supply Chain meistern und damit die Logistikabläufe und insbesondere die Lagerhaltung krisensicher machen? Das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Hallo, ich bin Michael Schnepp von Systempilot, deinem Digitalisierungspartner aus Wien. Auf diesem Kanal schauen wir uns aktuelle Best Practices in der Digitalisierung der Logistik und andere Unternehmensbereiche an. Wenn du lernen willst, wie auch du durch erfolgreiche Digitalisierung deine Kosten senken, deine Kunden besser betreuen und deine Mitarbeiter produktiver arbeiten lassen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Bei dieser Folge handelt es sich um Teil 1 von 2, wo wir uns darüber unterhalten, wie man auf die aktuellen Probleme der Corona-Krise reagiert und seine Logistik krisensicher macht. In der heutigen Folge unterhalten wir uns über die 6 essentiellen Corona-Wiederherstellungsbereiche, optimale Nachfrageprognosen und Lagerbestandsoptimierung. Die Corona-Krise hat weltweit aufgezeigt, wie anfällig unsere globale Wirtschaft auf unvorhergesehene Ereignisse ist. Besonders schmerzhaft haben sich diese Schwachstellen im Bereich der medizinischen Versorgung gezeigt, wo es vor allem auch im Rahmen von Krankenhäusern zu Engpässen gekommen ist. In diesem Video wollen wir uns daher damit beschäftigen, wie man möglichst krisensichere Supply Chains aufbauen kann. Apropos krisensichere Supply Chain, wie krisensicher ist eigentlich die Supply Chain deines Unternehmens? Wenn du wissen möchtest, an welchen Stellen dein Einkauf und deine Lagerbestände besser abgesichert werden können, dann buche jetzt deinen kostenlosen Supply Chain Krisen Quick Check unter spilot.net/krisencheck. Zu Beginn der Covid-19-Krise lag der Fokus vieler Bestandsmanager darin, kurzfristige Lösungen zu finden, um den unmittelbaren Betrieb aufrechtzuerhalten. Dies funktionierte allerdings nur einen gewissen Zeitraum. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, sich auch zu überlegen, wie man mittel- bis langfristig möglichst unbeschadet aus dieser Krise kommt. Sehen wir uns dazu kurz die Ergebnisse eines Papers des internationalen Beratungshauses McKinsey & Co. an. In diesem Paper wurden 6 Bereiche erarbeitet, die man im Griff haben muss, um seine Abläufe krisensicher zu machen. Erstens, stelle Transparenz entlang der kompletten Supply Chain her. Was sind kritische Teile, bei denen die Versorgungsstörung am größten ist? Wo liegt der Ursprung von Gütern? Welche alternativen Bezugsquellen gibt es? Zweitens, ermittle verfügbare Bestände entlang der Wertkette, inklusive Ersatzteile und After-Sales-Bestände. Drittens, bestimme realistische Kundennachfragen, ermittle nötige Lagerbestände und stelle sicher, dass es nicht zu Hamsterkäufen kommt. Viertens, optimiere Produktions- und Distributionsabläufe an aktuelle Kapazitätsgrenzen und stelle gleichzeitig die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden sicher. Fünftens, identifiziere und stelle Logistikkapazitäten sicher und sei flexibel bei den Transportarten. Sechstens, manage Cash und Betriebskapital basierend auf der Durchführung von Stresstests und wo sich Supply Chain Probleme negativ auf die Finanzen auswirken können. Wie kann man diese 6 Bereiche nun in den Griff bekommen? Der Schlüssel zu krisensicheren Logistikabläufen ist die Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Damit kann man auf sich schnell ändernde Marktverhältnisse rasch reagieren, basierend auf aktuellen Daten die richtigen Entscheidungen treffen und damit insgesamt die Produktivität steigern, das Risiko minimieren sowie die Kosten senken. Wie das konkret funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Mit Covid-19 haben sich die globalen Marktplätze grundlegend verändert. Sowohl die Nachfragemengen der Kunden als auch die Verfügbarkeiten der Waren bei Lieferanten sind nicht mehr so, wie sie es einmal waren, sondern viel unregelmäßiger und schwankender als jemals zuvor. In diesem Bereich ist eine Gruppe von Menschen plötzlich ins Rampenlicht gerückt, nämlich die Einkäufer und Supply Chain Manager. Die richtige Menge an Waren für Produktion und Verkauf auf Lager zu haben, ist ein wesentlicher Punkt, um geschäftsfähig zu sein. Eine bestmögliche Prognose der zukünftigen Kundenbedarfe ist extrem wichtig. Viele Bestandsmanager ohne automatisierte Prognose aktualisieren ihre Bedarfsprognosen lediglich einmal im Quartal, falls sie ausreichend Ressourcen haben, vielleicht einmal im Monat.
Da sich in Zeiten wie diesen die Nachfragemengen aber laufend ändern, reicht das aber meist nicht mehr aus, um hier Prognosen zu erhalten, die genau genug sind, um eine funktionierende Planung durchzuführen. Ohne eine Kristallkugel zu haben, wird es immer schwieriger, die richtigen Nachfragemengen für jeden einzelnen Artikel vorhersagen zu können. Die Zeiten stabiler Nachfragemengen sind selbst für historisch sehr stabile Artikel immer weniger gegeben. Dabei reicht es längst nicht mehr aus, mit Excel-Dateien aufgrund der durchschnittlich verkauften Mengen der letzten Monate zukünftige Nachfragemengen zu schätzen. Gerade in Zeiten, wo sich vieles innerhalb kürzester Zeit ändern kann, benötigt man Systeme, die einem tagesaktuell einen Überblick bieten. Aktuelle Trends, Ausreißer und Saisonalitäten müssen möglichst rasch erkannt werden, damit entsprechende Maßnahmen bei der Beschaffung rechtzeitig gesetzt werden können. Aber wie kann man nun sicherstellen, aktuelle und gute Prognosen für sein Produktsortiment zu haben? Um einen Überblick über tagesaktuelle Prognosen zu haben, ist der Einsatz spezieller Bestandsoptimierungssoftware, wie zum Beispiel EasyStock, nötig, die all deine Artikel jeden Tag neu analysiert, Forecasts erstellt und danach auch noch prüft, wie genau diese Prognosen waren. Dabei wird jeder einzelne Artikel entsprechend dem aktuellen Lebenszyklus im Bestandsmanagement und weiteren Kriterien in eine eigene Bedarfsklasse eingeteilt. Diese steuert dann, welche statistischen Prognoseverfahren zum Einsatz kommen, damit die Forecasts die höchstmögliche Qualität liefern und damit die tatsächliche Nachfrage so genau wie möglich vorhergesagt werden kann. Mehr Informationen zu den Bedarfsmustern und dem Produktlebenszyklus im Bestandsmanagement findest du in diesem Video. In Zukunft ist der Schlüssel zum Erfolg, dass man im Unternehmen die Fähigkeit besitzt, Nachfragetrends rasch zu erkennen. Gute Nachfrageprognosen zu haben, ist zwar sehr wichtig, aber nur die halbe Miete. Es reicht nicht nur aus, zu wissen, wie viel Stück in Zukunft benötigt werden, sondern man muss schlussendlich wissen, wann wie viel Stück von welchem Artikel auf Lager sein müssen, um die Nachfrage der Kunden auch abdecken zu können. Da der Cashflow aktuell gerade knapp ist, ist es besonders wichtig, den Cashflow in Artikel zu investieren, die auch nachgefragt werden und damit Umsatz generieren. Gleichzeitig sollte man kein Kapital in Artikel binden, die sich dann nicht oder nur unzureichend verkaufen. Dazu kommt der dreischrittige Bestandsoptimierungsprozess zum Einsatz. Im ersten Schritt, dem Demand Forecasting, werden die zukünftig zu erwartenden Nachfragemengen prognostiziert. Dies haben wir uns bereits vorher angesehen. Im zweiten Schritt, der Inventory Optimization, erfolgt die eigentliche Bestandsoptimierung. Hier wird entschieden, ob ein Artikel überhaupt ständig auf Lager gehalten werden soll und es werden Sicherheitsbestand, Bestellauslösezeitpunkt und optimale Bestellmenge berechnet. Im dritten Schritt, dem Stock Replenishment, werden schließlich die fehlenden Artikelmengen durch Umlagerungen zwischen Lagerorten, interne Produktion oder externe Bestellung bei Lieferanten beschafft. Mehr Informationen zum 3-Schritt-Bestandsoptimierungsprozess findest du in diesem Video. Gerade in Zeiten von hoher Unsicherheit ist es wichtig, den Anteil des gesunden Bestands möglichst hoch zu halten und den Überbestand so weit wie möglich zu reduzieren. Dazu gibt es die verschiedensten Möglichkeiten der Analyse, welche Artikel wie viel Überbestand haben. Mithilfe sogenannter Stock Health Reports und Excess Stock Reports ist es in Bestandsoptimierungssystemen möglich, die Überbestände rasch zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Mehr Informationen zu Überbestand und der Gesundheit deines Bestands findest du in diesem Video. Gerade global agierende Unternehmen sollten nicht nur die einzelnen Lagerorte optimieren, sondern eine globale Sicht auf ihre Bestände haben, da hier weiteres Einsparungspotenzial gehoben werden kann. Beispielsweise gibt es Artikel, die in einem Lagerort Überbestand haben, aber in einem anderen Lagerort zu knapp sind. Hier können diese Differenzen dann durch interne Umlagerungen ausgeglichen werden. Viele Unternehmen setzen aktuell noch auf Software, die nur jeden einzelnen Standort betrachten kann. Hier ist es höchst an der Zeit, Bestandsoptimierungssoftware zum Einsatz zu bringen, die eine globale Übersicht über alle vorhandenen Lagerorte bietet und so ein globales Optimum herstellen kann. Aktuell merken wir bei einigen Unternehmen, dass sie sich nicht wirklich im Klaren sind, welche Lieferbereitschaft sie eigentlich aktuell haben
und auch haben möchten, beziehungsweise aufgrund von Service Level Agreements mit ihren Kunden haben müssten. Und die Unternehmen, die uns eine Zahl nennen können, differenzieren nicht nach verschiedenen Produktkategorien oder Kunden, wo es unter Umständen unterschiedliche Service Level benötigt. Beispielsweise macht es Sinn, für schnell drehende C-Teile einen höheren Service Level anzusetzen, da es bei diesen Artikeln vom Verhältnis Artikelwert zu Beschaffungskosten günstiger kommt, diese seltener zu bestellen und dafür mehr Stück auf Lager zu haben und damit auch eine höhere Lieferbereitschaft zu haben. Gleichzeitig werden für langsam drehende A-Teile niedrigere Service Levels angesetzt, da für diese teuren Teile zu viel Kapital gebunden werden würde. Eine gute Bestandsoptimierungssoftware berücksichtigt all diese Faktoren, um die gewünschten Zielverfügbarkeiten von Artikeln sicherstellen zu können, mit dem dafür minimalen nötigen Bestand. Mehr Informationen zu Service Levels und den damit zusammenhängenden Bestandsparametern wie Sicherheitsbestand, optimale Bestellmenge und Bestellauslösezeitpunkt findest du in diesem Video. In dynamischen Zeiten wie diesen ist es für Unternehmen auch wichtig zu wissen, welchen Service Level sie mit welchem Lagerbestand erreichen können. Dafür stellen moderne Bestandsoptimierungssysteme eigene Simulationsmodule, sogenannte Was-wäre-wenn-Szenarien, zur Verfügung. Damit kann die Beziehung zwischen Lagerbestandswert und Service Level, also Lieferbereitschaft, gezeigt werden. Zum Beispiel, um wie viel Prozent sinkt voraussichtlich mein Service Level, wenn ich meinen Lagerbestand um 2 Millionen Euro reduziere? Oder wenn ich meinen Service Level um 3 Prozentpunkte erhöhen will, wie viel zusätzlichen Lagerbestand würde das bedeuten? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Teil 1 unserer Serie zum Thema krisensichere Logistik angelangt. Du weißt jetzt, wie du deine Logistik durch die 6 Wiederherstellungsbereiche krisensicher machen kannst und wie insbesondere ein funktionierendes Forecasting und Lagerbestandsoptimierung die Risiken in deiner Supply Chain minimieren. In Teil 2 dieser Serie unterhalten wir uns dann darüber, wie du mit deinen Lieferanten in Krisenzeiten bestmöglich zusammenarbeitest, durch optimales Bestellmanagement genau weißt, wie viele Stück von welchem Lieferanten wann bestellt werden müssen, und wir werden uns anhand unseres fiktiven Unternehmens, der Lederhosen AG, ansehen, wie eine ganzheitliche krisensichere Logistik in der Praxis aussehen kann. Und vergiss nicht, wenn du wissen möchtest, an welchen Stellen dein Einkauf und deine Lagerbestände besser abgesichert werden können, dann buche jetzt deinen kostenlosen Supply Chain Krisen Quick Check unter spilot.net/krisencheck. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich bin Michael Schnepp von Systempilot, deinem Digitalisierungspartner aus Wien. Bis zum nächsten Mal.